Hallo meine Freunde, ist euch eigentlich schon aufgefallen, wie häufig Frau Luisa Neubauer im Fernsehen zu sehen ist? Das könnte sich tatsächlich bald ändern. Ich bezweifle nämlich, dass sie sich so schnell wieder in eine neue Sendung traut. So war Frau Luisa Neubauer bei Markus Lanz eingeladen und wurde dermaßen fertig gemacht, dass das ganze Studio gebebt hat. Wir werden gleich den besten Ausschnitt der Sendung sehen, davor muss ich dir aber eine wichtige Hintergrundinformation mitteilen. Vermutlich durch einen Fehler der Redaktion waren ausschließlich Gäste eingeladen, welche Frau Luisa Neubauer nicht wohlgesonnen waren. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Ganze nicht so geplant war. Unter anderem war auch eine RTL-Journalistin eingeladen, welche sich bei der letzten Generation eingeschleust hatte. Diese RTL-Journalistin berichtete von unvorstellbaren Zuständen und wie der Rechtsstaat im Fall der letzten Generation auf ganzer Linie versagt. So hat sie auch ermittelt, dass ein gewisses Vorgehen der Polizei gewollt oder sogar gewünscht ist, um die Stimmung in Deutschland ganz bewusst aufzuheizen. Durch diese aufgeheizte Stimmung werden Spendengelder generiert, im letzten Jahr allein über 900.000 Euro aus Deutschland allein gespendet an die letzte Generation. Da sind noch nicht die Großspenden der USA mit einberechnet, wo ja zum Teil Milliardäre an die letzte Generation spenden. Behaltet bitte diese Informationen im Hinterkopf, wenn wir gleich Frau Luisa Neubauer hören. Davor möchte ich aber ganz kurz noch einen Ausschnitt der mutigen RTL-Reporterin zeigen. Ja, was mich einfach sehr bewegt hat, als ich undercover bei einem dieser Trainings war, war, dass die Bilder das Ziel der ganzen Aktion sind. Da wird gezielt die blutige Hand am Ende in Kauf genommen, weil das am Ende die Spendengelder generiert. Obwohl uns Teilnehmern erklärt wird, dass eigentlich dieser Kleber sich mit Cola wieder löst. Es wurde so als Tipp für danach mitgegeben. Man kann jetzt ernsthaft? Ja, ernsthaft. Wie wir gehört haben, hat die Reporterin ganz klar geschildert, wie sich die letzte Generation als Opfer der Polizei, Justiz und Gesellschaft darstellen will. Das wird ganz bewusst so gewünscht. Dieses gleiche Narrativ werden wir nun von Frau Luisa Neubauer hören, welche sich ebenfalls als Opfer des aufgeheizten Klimas darstellen will. Wir hören rein. Das sorgt natürlich dafür, dass eine Stimmung aufgeheizt wird, dass ich mit Personenschutz Vorträge halten muss, dass wir eine Gesellschaft, die wir ganz dringend zusammenbringen müssen, gegeneinander aufbringen, einfach nur mit einer Sprache, mit Worten, die komplett überhitzt sind. Ja, und das aber ist hier unterm, darf man jetzt auch nicht Strich, Ursache mit Wirkung verwechseln. Also Debatte gerade hier. Genau, also am Ende, das sind Polizisten und Staatsanwälte, die solche Durchsuchungen machen, aber aufgrund eines richterlichen Beschlusses. Also man muss schon sehen, in jedem vergleichbaren Fall würde man das genauso machen. Also das ist doch, ein Klima offensichtlich, was aufgeheizt wird. Und ich meine wirklich, aber da muss man das wird ja bewusst aufgeheizt. Durch wen heizt es denn auf? Und naja, aber wenn da Menschen aus den Autos rausspringen, die waren jetzt hier nicht bei den Trainings und so ausrasten, weil sie natürlich wochenlang die Schlagzeilen sehen, weil da immer steht, was die großen Medien die rasten aus, weil sie produzieren. Zur Arbeit müssen beispielsweise. Ich bin dankbar, dass die anderen Studiogäste ganz klar deutlich gemacht haben, dass die letzte Generation für das aufgeheizte Klima in Deutschland verantwortlich ist. Niemand sonst. Wer die rechtschaffenden Bürger daran hindern will, zur Arbeit zu kommen, braucht sich letztendlich nicht beschweren, wenn die Bevölkerung sich dagegen wehrt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann sich Luisa Neubauer wieder zurück vor die Fernsehkameras trauen wird. Nach dieser Blamage vermutlich nicht so schnell. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.